Ach, muss ich ihn doch treffen irgendwie, ey. Boah, was treffen die denn so, ey? Hä? Direkt nach dem Laden getroffen wurden, oder was? Ach, kommt schon. Ah, was ist das denn, ey? Das tut er das selber nicht. Ach nee, nee, du musst nicht umfallen. Was ist denn das für eine Scheiße? Sag mal, das ist doch nicht wahr, ja. Ah, komm. Ja, komm. Ja. Was? Wieso trifft denn der mich? Direkt nach dem Laden. Kurz hier speichern. Ah, ah ja. Das ist doch alles Götter am Treffen hier, ey. Ach. Shit, 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 shit. So, aber so ähnlich wird das was. Keine Granate mehr, ne? Ah, die machen uns so übelsten Damage, ey. Ja, komm! Ja, komm, halt doch die Fresse, ey. Ich hab den nicht einmal getroffen, ey. Das ist doch zum Kotzen. Ja, machst du nur von Blödsinn. Ja, leg dich hin. Ach, Mann!
Was trifft denn der Kunde, ey? Alter, ey. So, und jetzt müssen wir Mona retten, ja? Obwohl die uns den Wichsern zum Fraß vorgeworfen hat. Danke, Sie waren ein wunderbares Publikum. Hast du endlich genug? Ich spiele sowieso nicht mit Mädchen. Das ist nicht fair. Ich sah das Heck sofort, als ich das Hotel verließ. Ein großer schwarzer Mercedes. Ich hatte den Wagen schon mal gesehen. Damals hatte er eine beeindruckende Explosion angekündigt. Wladimir war zurück. Payne, du bist tot, Max Payne. Ich hätte vielleicht gelacht, wenn ich das nicht verlernt hätte. Was soll das werden? Räuber und Gendarm? Also wenn du was von mir willst, stell dich hinten an. Ganz ruhig, Mann. Du weißt, dass du in der Zeitung stehst. Bewaffnet und gefährlich. Ich werde dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Das wollte ich schon lieber einmal sagen. Das ist dummes Gerede. Ich wurde hereingelegt. Das gilt es zu klären. Was immer du getan hast oder nicht, ich bin sicher, du hattest deine Gründe dafür. Willst du mehr hören? Ich höre. Kapitel 2. Ein verlockendes Angebot. Das Punchinello mit dem Vampir-Anschlag ist schlecht fürs Geschäft. Aber das ist nicht alles. Da ist dieser Typ, Boris Daim, hat schon Jobs für mich erledigt. Er ist der Kapitän des Frachters Charon. Jetzt steht dieser verdammte Verräter auf Punchinellos Lohnliste. Das Schiff ist bis oben hin voll mit Präzisionsgeräten. Waffen. Mein Business. Wenn Punchinello das in die Finger kriegt, hat er gewonnen. Und ich bin draußen. Und du hast alle Hände voll zu tun. Wenn du an Punchinello heran willst, brauchst du gewichtige Argumente. Und die werde ich dir beschaffen. Bring das Schiff wieder unter meine Flagge und jag dabei den Verräter Time 2 Kugeln in den Kopf. Ich gebe dir genug Waffen, um den halben Hafen in die Luft zu jagen. Bist du dabei? Lass uns die Sache ins Rollen bringen. Wladimir war einer dieser Ganoven der alten Schule mit Ehre und Moral, was ihn fast zu einem der Guten machte. Keiner von uns war ein Heiliger. Das Hafenviertel von Brooklyn war ein Labyrinth rostiger Container und knorriger Krane, die sich vor dem Schneesturm abzeichneten. In so einer Nacht musste man an die dunkle Armee der Toten denken, schlafend bei den Fischen, in Reihe und Glied, die Stiefel voller Zement. Kein Minotaurus lauerte in diesem Labyrinth, aber irgendwo da draußen auf dem verrosteten Deck dieses Frachters wartete der Skipper der Charon. Charon, wie der Fährmann über dem Fluss Dix. So. Halbtot und in Auftrag eines Ganovens werde ich die Aufnahmen hier soweit erstmal beenden. Und schon wieder über 4 Stunden. Wir speichern nochmal auf einem neuen Safe Game. Das heißt, es ist hier erstmal Schluss für diese Aufnahme. Bei YouTube geht es natürlich gleich ein paar Sekunden weiter. Je nachdem wie ich schneide, vielleicht lade ich auch nochmal und es geht direkt weiter. Ich kündige bloß schnell an, werden wir gleich sehen. Und hier auf Twitch ist dann auch in ein paar Minuten Schluss. So, sollte alles funktionieren. Fortsetzen. Teil 2, ein kalter Tag in der Hölle. Kapitel 2. Den Rest konnte ich nicht lesen, war leider weg. Was mussten wir machen? Wir mussten. Wir haben uns mit dem Russenboss nicht zusammengetan, aber wir erledigen jemanden für ihn auf einem Boot, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Es dürfte eigentlich soweit richtig sein. Dann haben wir auch ein bisschen. Ich denke mal. Reicher mal, da wird bestimmt so. Ach, komm, was ist das denn? Wollte der jetzt nicht sterben? Was im Fernsehen? Nein. Nein. Keine Painkiller hier? Echt nicht?
Oh mein Gott. Ach, komm schon. Zum Glück treffen die nicht. Oder jetzt gerade nicht. Also, davor haben sie ja echt übel getroffen. Beide waren zu Brei gehauen. Die Augen geschwollen, sie konnten nichts mehr sehen. Schwankten auf den Beinen, rutschten auf dem Blut aus. Das war das. Mach mal. Ein bisschen lauter, oder? Lautstärke, Effektlautstärke. Obwohl auch der Soundtrack ist echt der übelste Hammer. Und leider, man darf das Spiel auf Steam nicht kaufen und auch den Soundtrack nicht. Ich würde ihn so gern holen. Er ist echt richtig nice. Wirklich, echt ultra. Ich hatte Tränen in den Augen. Fantastisch. So. Jetzt können wir hier natürlich so die Tore aufmachen, aber ich weiß natürlich nicht, welches am sinnvollsten wäre. Waffe wechseln wäre sehr sinnvoll, und ich keine Muni mehr. Okay, das geht gar nicht auf. Das auch nicht. Jetzt hier zum Bein. Da. Kann ich auf? Okay, dann hätte sich das mit dem Tor gerade schon mal erledigt. Oh, komm. Ah, was? Ich habe hier gespeichert. Scheiße. Ja, was zur Hölle? Nicht gibt's ja was zur Hölle. Wir brauchen Painkiller. Ganz dringend. Wir brauchen echt dringend Painkiller. Beide waren zu Brei gehauen. Eine Granate, ne? Ach, aber er hat eine. Er hat natürlich eine. Ah. Beide waren zu Brei gehauen. Die Augen stehen Shit. Beide waren zu Brei gehauen. Verdammt. Lauf! Junge! Scheiße, ne? Fängt ja schon mal richtig nice an hier. So, ich hau euch und gleich zum Brei hier. Ab. Keine Bullet Time mehr übrig, shit. Ein bisschen wieder.
Hebt die sich eigentlich permanent auf oder nur bei Action? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Brauchen Painkiller. Ganz dringend. Irgendwo Painkiller. Ist das Papier hier oder? Ich weiß nicht. Sind das Painkiller? Das ist ein Painkiller. Yeah. Aber nur einer. Wo geht's weiter? So, da unten war noch eine Tür. Das war praktisch bloß so ein kleines Secret hier oben. Hä, hey, kommst du her? Nö, will ich nochmal. Was gar nicht zu sehen, Junge. Ach, fall doch um. Ja, Mann, scheißen Dreck. Keine Granate und nichts. So, weiß nicht, guck da zu uns. Und zu uns kommen wir natürlich auch, nice. Dann können wir uns hier so hinstellen. Ah, zack. Mal kurz warten. Was sieht ehrlich gesagt nicht danach aus? Jetzt wieder bloß Muni hier. Na, was einsammeln? Ja. Achso, das war nicht die Schrotflinte, Pump Action Shotgun. Dafür, dass wir hier raufklettern, werden wir da bestimmt belohnt. Ja, mit dem Tod werden wir belohnt. Ne? Na gut. Zwei Tore. Wir nehmen erstmal das rechte. Ja, okay. War Spitzenauswahl wieder. Für die haben wir gerade Munition. Ach, komm schon, ey. Noch ein Fass. Speichern erstmal, ey. Speichern auf einmal, guck da woanders hin. Das geht so nicht, ne? So, was findet man hier Schönes? Einmal eine Granate, sehr hübsch. Oh, oh, Painkiller. Ganz viele Painkiller. So, hätten wir jetzt vielleicht das Fass ganz lassen sollen? Ich weiß es nicht. Ja, wir hätten das Fass ganz lassen sollen.
Fass hat uns jetzt echt geholfen. Aber gut, ging auch so. Keinen Schaden genommen. Sehr schneller Aufzug hier. Oh yeah, plus 5 Schuss. Deshalb bleiben erster bei der Action. Ja, Tür. Ich weiß nicht, ob wir Schaden nehmen willst, ja. Ah, nee. Sehr gut, dass er nachfragt vorher. Ich weiß nicht, ob wir Schaden nehmen, wenn wir jetzt herunterspringen. Ich weiß es nicht, welche Waffe da am besten ist. Scheiße, wie mache ich das am dümmsten? Probier's mal mit der Liege. Mit der Liege. Was zum? Da fallen die immer nicht beim ersten Mal um, ey. Ach, komm schon. Hört auf mich zu treffen. Was soll das? Wir werden bestimmt das Sniper-Gewehr kriegen in der Mission. 100 Pro irgendwo. Sieht aus, wenn wir den Container wegnehmen. So, das Sniper-Gewehr und dann bestimmt irgendwo von einem Container oder von einem Dach aus. Bin ich mir sicher. Das wird hier 100 Pro, wird das hier passieren. Kacke. Kommt denn ihr her? Shit, ey. Jedes Mal speichern, immer wenn ein Gegner gleich um die Ecke kommt. Was? Hey. Ja. Ne? Hallo. Ja, das Ding müssen wir bestimmt auch gleich bedienen. Kommen wir nicht lang. Ich habe gerade schwer verwirrt, auf dem rechten Monitor hat das Hintergrundbild gewechselt. Was zur Hölle? Was war das denn? Was war das denn? Fuck. Scheiße, ey. Das hat ordentlich Leben gekostet. Wir haben nochmal Painkiller gefunden.
Wo schießt denn der hin? Meine Güte, ey. Ah, das ist halt nicht wahr, ey. Was geht das hier wieder los? Na, wenn wir im Time Bullet sind, dann trifft der echt schlecht. Ja, schon wieder. War voll drauf, aber getroffen hat er null. Wir können das auch. Wir können auch durch die Gegend sprayen, mein Freund. Hey, doch. So, einmal speichern. Das können wir mal. Vielleicht machen wir das auch am besten mit der. Nicht schlecht. Ja, würde sagen, akzeptabel, nicht? So, wir müssen ja auf das Schiff. Ja? Was denn? Hallo? Oh, kommt da noch einer? Hey, guten Tag! Da kommt ein Maxlein geflogen. Abrisshaus hier. Reichen. Und tot. Scheiße, das hat unnötig Leben gekostet. Oh, was soll das? Bestimmt wieder irgendeinen riesen Umweg latschen, nur weil die Idioten die Brücke hochmachen. Munition, das hat Igel voll. Ja dann. Hallo? Die Tumorte? Hier entlang. Da rein. Pain! Ach, falle um. Der Brief war niemals eine Quittung. Rico Muerte wollte in der Stadt mehr erledigen als bloß Familienstreitigkeiten. Beweisstücke 2 und 3, eine Aktentasche voller Geld, ein Präzisionsgewehr und ein Umschlag mit einem einzelnen Wort auf teures Papier gedruckt. Bürgermeister. Das sah nicht nach einem Mafia-Vertrag aus. Zu kalt und zu präzise. Okay. Ich wusste doch, dass wir das Präzisionsgewehr, das macht sich natürlich in der Mission extrem genial. Werden wir auch bestimmt gleich brauchen. Scheiße. Um das Leben wieder eingebüßt, ja. So, hier vorne lag da irgendwo die Igel. Das ist ein Igel, was ist das? Retter. Ein Knopf. Der einzige Weg, würde ich sagen. Caution. Use wheel blocks when parking in this area.
Warum? So schräg ist es halt gar nicht, oder? Obwohl doch hier, wo der steht, ja, doch. Ne, das ist schon besser, ja. Hä? Ah, ich will ja mit der rechten Maustaste mal zielen. Munition, das hat ihn voll, ja. Aber wo geht's jetzt lang? Nehmen wir das Wasser? Speichern mal hier. Nein. Das war jetzt auch fast zu erwarten. Wir haben einen Knopf übersehen. Hä? Wir sind doch sicherlich irgendwie die Brücke runterlassen. Wir haben auch das Präzisionsgewehr bekommen, aber wofür weiß ich nicht.